Willkommen zum Tagessegen. Heute am Weihetag der Lateranbasilika. Tja, liebe evangelische Christen, was die Katholiken so für Gedenktage haben, aber immerhin, sie lesen aus dem Evangelium. Im Johannesevangelium, im zweiten Kapitel, im Tempel fand Jesus die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Jesus ist einfach wirklich sauer, was aus so einer religiösen Gedenkstätte gemacht werden kann. Und dann denke ich sofort natürlich an Martin Luther, der ein Segen war für die Christenheit, wie ich finde, weil er nochmal neu gefragt hat, hey, sag mal, wofür gibt es denn das Ganze alles, diese ganzen großen Pomp und Prunk bis hin zum Ablass, was soll das denn eigentlich? Und für sich selber war die Antwort klar, in der Mitte ist das Evangelium, da ist Jesus Christus. Und der Lateran, diese Lateranbasilika, die lange Sitz des Papstes war, gehört auch zur franziskanischen Geschichte, denn der Papst, der träumt, dass da einer kommt in den Lateran, der total arm ist und das Evangelium leben will. Und der stützt die Kirche. Der gar nichts hat, Franziskus von Assisi, der stützt die Kirche. Am Tag später kommt so ein kleiner Mann zum Papst und sagt, ich möchte das Evangelium leben im 13. Jahrhundert. Und dann bekommt er auch die Erlaubnis. In der Mitte von dem, was wir tun, von dem, was wir beten, singen und haben, muss Jesus zum Leuchten kommen. Wenn er das nicht tut, müssen wir dringend was ändern. Es segne Sie Gott, unser guter Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.